mit Mädchen und Frauen schreiben. In diesem Video bekommst du 13 Tipps, Fragen und Gesprächsthemen für WhatsApp, Instagram oder Snapchat, um mit deinen Mädels richtig kreativ zu schreiben und sie vor allem aufs Date zu kriegen, weil du schon beim Schreiben so ein einzigartiger, cooler Typ bist. Also lass uns gleich anfangen mit Tipp Nummer 1. Wenn du keine Antwort bei WhatsApp bekommst, dann lag es an deiner ersten Nachricht. Und was hast du wahrscheinlich verschickt? Du hast gestern eine Nummer im Club bekommen und was hast du am anderen Tag geschrieben? Hey, war schön, dich gestern kennenzulernen. Oder einfach nur ein langweiliges Hi, wie geht's? Oder einfach nur Hi. Darauf brauchst du keine Antwort erwarten, denn 99% der Männer werden die Frauen so anschreiben, nachdem sie eine Nummer bekommen haben. Dies tust du nicht. Du hast jetzt dieses Video gesehen und du lernst nun Folgendes. Beziehe dich auf eine Gemeinsamkeit, die ihr gestern erlebt habt. Wenn du sie gerade am Tag kennengelernt hast, dann musst du dich auf ein Gespräch beziehen, was ihr gerade hattet. Und wenn du gestern sie im Club kennengelernt hast, dann musst du dich auf eine Geschichte beziehen, die ihr gemeinsam im Club erlebt habt. Das hat den Hintergrund, dass du sie jetzt in deine Welt zurückholen musst, in der du sie gestern oder gerade auf der Straße verlassen hast. Du kannst jetzt nicht die ganze Geschichte brechen mit einem langweiligen Hi, wie geht's? Oder na, gut in den Tag gestartet. Und dazu ein kleines Beispiel von Laura. Laura habe ich gestern im Club kennengelernt. Wir haben ein bisschen über Jared Leto etc. geredet. Und am Samstagabend wollte ich, dass sie zu meiner kleinen Privatparty zu mir nach Hause kommt und habe ihr folgenden Text geschickt. Hey Laura, schaust du heute Abend bei meiner Party vorbei? Jared Leto kommt auch. Das auch Lara und Lena mitbringen. So, und wie komme ich nun auf Jared Leto? Jared Leto ist gestern Abend auf der Party an uns vorbeigelaufen. Ja, nicht ganz Jared Leto, aber ein Mann, der so aussah wie Jared Leto. Und ich habe sie da gestern Abend auf Jared Leto, auf diesen Typen angesprochen, dass er doch genauso aussieht wie Jared Leto. Und schon ist sie wieder in der guten Laune, die sie gestern Abend auch hatte. Tipp Nummer 2 oder Fehler Nummer 2, dass sie dir nicht antwortet, ist, du schreibst ihr zur falschen Zeit. Und wenn du jetzt im Online-Dating flirtest und du hast ihre Nummer bekommen, dann melde dich so schnell wie möglich auf die neue Nummer, auf ihre Nummer, beantworte ihre Frage so schnell wie möglich bei WhatsApp. Wenn du ihre Nummer am Tag, auf der Straße, im Alltag bekommen hast, auf einer Veranstaltung, dann melde dich am gleichen Abend bei ihr. Und wenn du die Nummer im Club bekommen hast, dann melde dich in der gleichen Nacht bei ihr. Das hat einfach den Vorteil, dass wenn du ihr in der Nacht schreibst, bist du ganz oben in ihrem WhatsApp, wenn sie morgen früh aufwacht und sie wird noch wissen, wer du bist. Tipp Nummer 3, sie hört dir auf zu antworten. Woran liegt das? Das liegt an langweiligen Interview- und Standardfragen. Vermeide in deiner Gesprächsführung folgende Fragen. Was machst du beruflich? Was sind deine Hobbys? Erzähl mal was über dich. Wie alt bist du? Langweilige Standardfragen. Diese Fragen hören Frauen ihr ganzes Leben lang in jeder Situation. Nicht nur bei WhatsApp, sondern auch wenn sie im Alltag oder auf der Arbeit jemanden kennenlernen. Sie hören diese Fragen immer. Stelle diese Fragen niemals so direkt, sondern dreh es über Annahmen. Zum Beispiel willst du herausfinden, wo sie wohnt. Lass mich raten, bist du eigentlich ein Heidhausen oder ein Bogenhausen-Girl? Dann vergleich einfach zwei verschiedene Stadtteile miteinander. Tipp Nummer 4, vermeide multiple Fragen. Viele Männer stellen 1, 2, 3, 4, 5 Fragen in einer WhatsApp-Nachricht hintereinander. Mach das nicht, denn wenn du 5 Fragen auf einmal rausschießt, hast du ja bald nichts mehr zu erzählen. Deswegen, wenn du 5 Fragen wissen willst, schick ihr die 5 Fragen in 5 unterschiedlichen Nachrichten über den Tag oder über mehrere Tage hinweg verteilt. Denn wenn du jetzt alles in einer Nachricht rausballerst, hast du ja bald nichts mehr zu erzählen. Deswegen vermeide multiple Fragen. Tipp Nummer 5. Die Frauen stellen dir aber jetzt multiple Fragen. Die Frau stellt dir 1, 2, 3 Fragen in einer Nachricht auf einmal. Du wirst nur eine Frage beantworten. Such dir eine Frage daraus aus, die du beantwortest. Die Frau wird nachfragen, warum hast du denn die anderen nicht beantwortet, wird die Frage nochmal später stellen. Aber so streckst du den ganzen Chat schon in Länge und hast schon immer mehr zu erzählen, als wenn du jetzt in einer Nachricht alle ihre 3 Fragen sofort beantwortest. Tipp Nummer 6. Antworte nicht nur mit Textnachrichten, sondern antworte auch mit Fotos. Ein kleines Beispiel. Sie fragt dich, was machst du gerade? Du kannst sagen, ich bin auf der Couch, ich bin zu Hause, ich bin arbeiten. Kannst aber auch gleich ein Foto schicken. Von deiner Couch, aus dem englischen Garten, aus dem Park, aus deinem Büro. Schick ihr so schnell wie möglich Fotos, um so direkt mehr aus deinem Leben zu zeigen und eine bessere persönliche Bindung zu dir aufzubauen. Bring mich doch gleich zu Tipp Nummer 7. Markiere in deinem Smartphone deine besten Fotos von dir mit einem Stern. Auch ich habe meine besten Fotos mit einem Stern markiert, damit sie im Ordner Favoriten gespeichert sind. Und was mache ich? Wenn mich jetzt eine Frau fragt, was machst du gerade? Zack, dann nehme ich das beste Bild aus meinen Favoriten und schicke es ihr. Ich schicke nie, meistens nie ein Live-Bild, ein Live-Selfie, was ich gerade mache, mache ich nicht. Ich schicke ihr die besten Bilder aus meinen Favoriten und da habe ich mir bestimmte Bilder gesammelt, wenn ich auf der Couch bin, wenn ich im Park bin und so weiter. Und wenn sie mich fragt, was machst du gerade, kriegt sie das Bild, wenn ich auf der Couch sitze, kriegen alle Frauen. Nummer 8, jetzt baust du eine richtig intensive Beziehung zu ihr auf, schick ihr doch mal ein Video aus deinem Leben. Und du musst auf dem Video gar nicht drauf sein. Du kannst einfach nur ein Video schicken aus deiner Perspektive, was du gerade drehst. So kam ich auf die Idee zum Beispiel, weil mir ein Mädel, ich habe gefragt, wie wohnt sie, hat sie mir gleich ein Video geschickt, wie sie wohnt. Und nach diesem Video dachte ich mir, wow, ich will jetzt bei ihr sein, ich will jetzt sofort zu ihr, ich will jetzt ein Date mit ihr haben, ich will sie treffen.
coole Musik, coole Wohnung, scheint eine coole Frau zu sein. Deswegen, du musst gar nicht selbst auf dem Video drauf sein. Schick ihr aber Videos, um mehr von deinem Leben zu zeigen. Und wo ich das Video bekommen habe, habe ich das gleich mit dem nächsten Video gemacht und ihr ein Video mit cooler Musik geschickt. Bringt mich zu Tipp Nummer 9. Damit du nie wieder sprachlos sein wirst bei WhatsApp und immer was zu erzählen hast, markiere die besten Chats, die du mit einer Frau hattest und die besten Fragen, die dir eine Frau gestellt hat, mit einem Stern. Ich habe auch so die besten Nachrichten mit einem Stern markiert. Und was mache ich dann? Ich kriege eine coole Nachricht von einer Frau, markiere es mit einem Stern und dann nehme ich diese Nachricht und schicke sie an alle meine Frauen bei WhatsApp, bei alle meinen Dates, die ich habe. Tipp Nummer 10, damit du bei WhatsApp immer was zu schreiben hast, ist, antworte einfach nicht sofort. Wenn sie dir morgens schreibst und du antwortest sofort morgens, sie schreibt dir mittags, du antwortest mittags, sie schreibt dir nachmittags, du antwortest nachmittags, sie schreibt dir abends, du antwortest abends, ja, dann chattet ihr den ganzen Tag, aber irgendwann gehen euch vielleicht die Gesprächsthemen aus. Deswegen mach bewusste Pausen, dass du nicht sofort antwortest, dass du zum Beispiel nur abends antwortest oder zum Beispiel nur an diesem Tag antwortest. Aber was wichtig ist, vor dem Date musst du natürlich wieder viel mehr mit ihr schreiben. Dort musst du natürlich mehr Nachrichten verschicken und deine Beziehung vor dem Date zu ihr erhöhen, ausbauen. Tipp Nummer 11. Was machst du, wenn ihr hin und her schreibt? Du fragst am Date und sie antwortet dir nicht mehr. Keine doppelten Textnachrichten. Du schickst nicht noch eine Textnachricht. Du schickst auch kein Fragezeichen. Was machst du nun? Sie antwortet dir auf deine letzte Frage nicht. Du machst einfach Folgendes. Du schickst nun ihren Vornamen mit einem Ausrufezeichen und ein Smiley. So habe ich der Bess am 22. März geschrieben. Lass uns am Wochenende mal zusammen losziehen. Keine Antwort bekommen. Bess, Ausrufezeichen, Smiley, 3 Minuten später die Antwort da. Oder Barbara, habe ich ein cooles Video von der Fashion Show geschickt, keine Antwort bekommen, heute geschrieben, Barbara, Ausrufezeichen, Smiley, keine 3 Stunden später ist die Antwort da und so zieht sich das durch. Schau es dir an. Vanessa, Ausrufezeichen, Smiley, oh, ich schäme mich so, dass ich nicht geantwortet habe. Isabella, sorry für die späte Antwort. Victoria, Sebastian, na, wie war dein Tag? Und so geht das die ganze Zeit weiter. Veronika hat wieder brav geantwortet, dann konnte mir nicht antworten, weil sie keine Zeit hatte. Carmen antwortet wieder, Julia antwortet wieder, Elina antwortet. Die Nachricht funktioniert, wie ihr seht, auch bei Facebook und natürlich bei LaVou. Sie funktioniert überall. Tipp Nummer 12. WhatsApp ist nicht zum Chatten da. WhatsApp ist zwar ein Chat-Messenger, ist aber nicht zum Chatten da. WhatsApp ist nicht dafür da, damit du jetzt wochenlang mit ihr hin und her schreibst. Nein, WhatsApp ist dafür da, die Zeit zu überbrücken und so kurz wie möglich zu überbrücken zwischen eurem ersten Kennenlernen und eurem Wiedersehen. Das heißt, WhatsApp dient nur dazu, dass du das beendest, was du beim ersten Kennenlernen nicht beenden konntest. Das heißt, du hast sie dort nicht geküsst, du willst sie dort küssen und deswegen baust du eine Brücke bei WhatsApp, um sie wiederzusehen. Und der einzige Grund, warum du bei WhatsApp mit ihr schreibst, ist nicht mit ihr zu chatten, sondern sie so schnell wie möglich wiederzusehen und ein Date so schnell wie möglich einzuleiten. Tipp Nummer 13, du hast nur mit ihr hin und her geschrieben, fragst nach einem Date, es kommt aber eine Ausrede, sie will dich nicht sehen. Woran liegt das? Es liegt an deinem vorigen Chat, der vorige Chat war langweilig, deswegen will sie dich nicht wiedersehen. Was musst du nun machen? Du musst spielerisch flirten, lustige Geschichten erzählen, andere Fragen stellen, als alle anderen Männer stellen. So, und du erinnerst dich noch an Laura aus dem ersten Tipp, wo ich mit der Jared Leto-Nachricht die Gemeinsamkeit wieder aufgebaut habe. Jetzt musst du den Chat natürlich spielerisch fortführen. Ich kann sie jetzt nicht langweilen mit, was machst du eigentlich beruflich? Wie alt bist du eigentlich? Erzähl doch mal was über dich. Nein, ich kann sie nicht langweilen und ich führe den Chat spielerisch fort. Und zwar wie folgt. Sie hat mir ja diese Ausrede geschickt, dass sie heute Abend auf einer Party mit Brad Pitt und Angelina Jolie ist. Also bleibe ich bei der Geschichte und langweilige sie nicht mit Standardfragen. Ich hasse Brad Pitt, der kommt immer dazwischen mit seinen Gegenpartys. Ja, der weiß schon, wie man Party schmeißt. Ich darauf nur ein Foto von meiner Party geschickt, denn meine Party ist besser. Und sie, wie kein Selfie mit Jared Leto. Und um bei meiner Geschichte zu bleiben, habe ich dann einfach meine Mädels geschnappt, mein Accessoire, diesen Hund, den du in der Mitte siehst, und ein Foto geschickt. Und sie nur, du Frauenheld. Und ich so, Jared Leto steht doch in der Mitte, also den Hund, den ihr seht. Jetzt habe ich ganz vergessen, nach deinem Brad Pitt Party Safe zu fragen. Und du siehst, ich bleibe die ganze Zeit bei dem Thema, was wir vorhatten. Ich bleibe die ganze Zeit bei WhatsApp, bei einem lustigen, spaßigen, humorvollen Thema. Ich nehme die Situation nicht ernst. Ich langweile sie nicht mit ernsten, seriösen Fragen. Mir ist aber bewusst, dass nicht jedem sofort die super spielerische, kreative, geile Geschichte einfällt, die er jetzt bei WhatsApp rausschicken kann. Aber keine Sorge, dies ist natürlich einmal für dich bei Premium Live TV etwas ganz Besonderes zusammengestellt. Den sogenannten WhatsApp-Guide, ganz neu für dich, wo wir dir über hunderte Geschichten, Live-Chats und Fragen zusammengestellt haben, damit du dich zu jeder Zeit mit interessanten Geschichten bei deinen Mädels melden kannst. Und in diesem WhatsApp-Guide zeigen wir dir ganz genau, was du schreibst, nachdem du eine Nummer bekommen hast, was du zwischen der Nummer und dem Date schreibst, welche Geschichten du wann raushauen sollst, wie du welche Fragen beantworten wirst, damit sie dich richtig, richtig cool findet und nicht auf die Idee kommt, das Date vorher abzusagen, weil sie denkt, ja, der hat eigentlich nur langweilig geschrieben. In dem Sinne, schau dir doch mal den WhatsApp-Guide an. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du mehr Videos in dieser Art sehen willst, gib mir einen Daumen hoch. Ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Premium Live.